Willkommen zu Wolfenstein Youngblood. Auch wenn der ein oder andere den letzten Livestream zu Wolfenstein Youngblood mitgesehen hat, wo ich General Winkler leider nicht die Stirn bieten konnte, weil ich einfach nicht wusste, wie ich ihn besiegen sollte, habe ich das jetzt aber geschafft und habe meinen Rage jetzt mal hinten angestellt. Und ich finde das Spiel wirklich super, auch wenn ich im ersten Stream zu Wolfenstein Youngblood einfach wie der letzte Pleppo gegen den Bossgegner gespielt habe. Aber so ist das nun mal. Jetzt haben wir General Winkler besiegt und jetzt können wir ein bisschen was zum Spiel erzählen. Aber ich muss schon sagen, das hat mich echt ein bisschen perplex gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, dass die Gegner und auch die Bossgegner hier deutlich fordernder sind, als wie man das von den Vorgängerteilen kennt. Da musste ich schon ein bisschen ragen, muss ich sagen. Jess ist gestorben. Oh, das kann doch nicht wahr sein! Ach Mensch, hör auf! Ja, Wolfenstein 2 wollte ich schon sagen. Quatsch. Wolfenstein Youngblood. Das Ganze ist ein wirklich geiles Action-Geballere, wie man es eigentlich von den Vorgängerteilen kennt. Nur, dass das Ganze hier ein bisschen anders sich vom Gameplay her spielt. Denn man hat tatsächlich auch über den Gegnern Lebensbalken und die Gegner sind auch stärker, als wie man das von Wolfenstein 2 kennt. Da konnte man ja teilweise einfach durch die Korridore latschen und die Gegner abmetzeln. Kann man hier auch noch, aber manchmal ist es gar nicht so verkehrt, auch mal leise vorzugehen. Habe ich versucht, macht mir nicht so viel Spaß, deswegen ballere ich mich lieber durch die Straßen, sterbe vielleicht das ein oder andere Mal mehr, aber es macht einfach Bock, weil es Wolfenstein ist. Es ist ein bisschen fordernder, das Gameplay, weil die Gegner einfach stärker sind, muss man einfach so sagen. Im Vergleich zu Wolfenstein 2 und Wolfenstein The New Order und Youngblood sind die Gegner hier deutlich stärker, haben ein bisschen was mehr drauf und verschiedene Waffen richten auch verschiedenen Schaden gegen verschiedene Gegner an. Kommt dann auch auf die Panzerung an, die die Gegner tragen und so ein Kram. Darauf muss man hier auch achten. Man kann die Waffen auch ein bisschen besser modifizieren und all so ein Kram. Das ist schon nicht schlecht. Ich möchte euch nichts großartig zur Story erzählen. Das, was ich euch erzählen kann, ist, dass ihr die zwei Töchter von BJ Blazkowicz spielt. Das Ganze spielt 20 Jahre nach den Ereignissen von Wolfenstein 2 und Wolfenstein The New Order. Die zwei Töchter, die suchen ihren ausgebüxten Vater, kann man quasi so sagen. Weil der ist abgehauen, der hat irgendwas vor, weiß man noch nicht. Ich habe das Spiel auch noch nicht komplett durch. Ich bin jetzt bei Kapitel 3 oder 4, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt 2-3 Stündchen gespielt. Oder 3-4 Stündchen, sagen wir es so. Das ist jetzt so erstmal meine erste Meinung, was ich von Wolfenstein, ich wollte schon wieder sagen, der New Colossus, Wolfenstein Youngblood halte. Definitiv kein Abstand, weil momentan ist die Meinung wirklich positiv. Auch wenn man das, wie gesagt, im ersten Stream zu diesem Spiel, zum ersten Level, zuerst mal nicht wirklich gemerkt hat, weil ich einfach abgefuckt war, weil der Gegner so stark war. Ich war einfach nicht darauf vorbereitet, einen Wolfenstein-Gameplay, einen Gegner zu haben, der tatsächlich richtig was drauf hat. Ein Bossfight. Einfach geil. Fand ich aber gut. Fand ich wirklich gut, dass die Gegner hier einfach mal fordernder sind. So bräuchte man ein paar mehr Anläufe, aber ist nicht verkehrt. Wobei man natürlich dabei nicht vergessen darf, auch wenn die Gegner stärker sind, heißt das nicht unbedingt, dass die KI ziemlich klug ist. Denn die sind manchmal ganz schön dumm. Naja, aber man kann bekanntlich natürlich nicht alles haben. Dennoch, das Gameplay ist einfach wirklich geil, gerade was die Waffen angeht, man kann deutlich mehr modifizieren als in den Vorgängerteilen, man kann eigentlich fast alles modifizieren, man kann Skins an die Waffen machen, man kann verschiedene Visiereinrichtungen auf die Waffe machen, man kann Schalldämpfer drauf machen, einen schweren Lauf, einen leichten Lauf, man kann eigentlich alles auf die Waffen packen, was man denn möchte und ich finde, das hat in den letzten Teilen auch ein bisschen gefehlt. Das haben die wirklich sehr, sehr gut jetzt hier mit eingebracht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich spiele Destiny, jetzt nicht, weil es wie Destiny aussieht, sondern weil es halt diesen RPG-Aspekt hat, diesen Shooter-RPG-Aspekt mit den Lebensbalken oben drauf, dass die Gegner ein bisschen stärker sind und sowas. Ich finde, das ist irgendwie cool. Das hat was, wenn man mit dem Koop zusammenspielt. Das ist eine Sache, die hätte man in den Vorgängerteilen meines Erachtens nach auch schon hineinfügen sollen. Es gibt viele, die sind da ein bisschen Gegner von in Wolfenstein, dass sowas hier im Spiel mit drin ist. Habe ich auch schon oft gelesen, dass viele dazu jetzt bereits geschrieben haben oder in Videos gesagt haben, dass die finden, dass das nicht mehr Wolfenstein ist, dass für die Wolfenstein ist, einfach blindlos durch die Korridore laufen und die Gegner wegmetzeln. Ja, kann ich auch verstehen,
aber man muss ja auch mal was für was Neues offen sein. Und ich persönlich finde das gut. Der eine oder andere hat auch schon gesagt, Bethesda wird schon langsam wie EA. Gut, mit Fallout 76 könnte man das jetzt vielleicht sagen. Aber ist ja auch egal. Ich find's gut. Und wenn man das Spiel gut findet, dann sollte man auch tatsächlich sagen, dass man es gut findet. Und nur weil ein paar andere Leute sagen, ist scheiße, ist nicht mehr so, wie Wolfenstein sein sollte. Ja, dann kann ich leider auch nichts dafür. Mein Geschmack ist es. Ich finde, so wie es ist, das Ganze wirklich super. Das Ganze ist auch so eine kleine Mini-Open-World, kann man sagen. Man, ja, das war gerade mein Handy. Muss ich mal gerade einen Cut machen. Aber jetzt mal weiter im Text. Das ganze Spiel spielt in Paris, also in Frankreich. Und euer Hauptquartier, wo ihr die Quests annehmen könnt und Nebenquests und all das, das ist auch in Paris. Jedoch im Untergrund von Paris, in den Katakomben ist das Ganze. Und dort nehmt ihr halt, wie gesagt, eure Nebenquests und Sidequests an. Ihr gelangt zu den verschiedenen Arealen des besetzten Paris von den Nazis durch die U-Bahn, also durch die Metro. Dort könnt ihr in die verschiedenen Areale gelangen und dort eure Quests abschließen. Es sind wohl 6 oder 7 Story-Missionen, aber auch verschiedene Sidequests, die ihr nebenbei noch abschließen könnt. Ich habe das Spiel ja selber noch nicht ganz durch, ich bin gerade noch dabei. Das ist jetzt gerade nur so mein First Look, mein erster Eindruck. Und ich muss sagen, so wie die das strukturiert haben und auch für den Preis des Spiels, was ja nur 29,99 € ist, wenn ihr noch den Buddy Pass dazu haben wollt, damit ein anderer das mit euch im Koop spielen kann, ohne dass er das Spiel besitzt, holt ihr euch halt die Deluxe Edition. Da habt ihr den Buddy Pass und da bezahlt ihr 39,99 € für. Also es ist kein Vollpreistitel, wie man es von The New Colossus kennt. Wobei der auch deutlich mehr Story-Elemente hatte, muss man auch sagen. Und man die Story erst in 10 bis 12 Stunden durch hatte. Hier hat man die Hauptstory in 6 bis 8 Stunden durch. So, das, was ich zumindest jetzt gelesen habe in den meisten Artikeln. Ich habe aber jetzt zum Schluss noch einen kleinen Warnhinweis für die kleinen Detailfanatiker unter euch, zu denen ich mich auch manchmal ein bisschen zähle. Der ein oder andere hat vielleicht gelesen, dass die Hakenkreuz-Symbole jetzt auch in der deutschen Version wohl mit drin sind, dass das Ganze ungeschnitten ist, was ja jetzt auch mit in den deutschen Spielen sein darf. Dort dürfen diese Symbole jetzt gezeigt werden, weil Videospiele ja jetzt auch als Kunstgut gelten, genauso wie Filme. In Filmen durfte man das ja schon vorher zeigen, jetzt darf man das auch in Videospiele. Das Problem ist aber, wenn ihr im PSN Store das Spiel kauft, dann passt auf, was ihr kauft. Denn es gibt im PSN Store einmal die deutsche Sprachversion und die internationale Sprachversion. Die internationale Sprachversion beinhaltet die englische Sprache, Spanisch, Russisch und noch irgendwas. Ich glaube, es sind 4 oder 5 Sprachen. So. Und in der Beschreibung steht auch nur, dass der Unterschied zwischen den beiden Versionen nur wäre, dass die Sprachversionen halt anders sind. Und die deutsche Sprachversion enthält halt nur die deutsche Sprachversion. Wenn ihr die deutsche Sprachversion kauft, ich weiß nicht, wie das in der internationalen ist, die scheint anscheinend komplett ungeschnitten zu sein, was die Symbole angeht. Wenn ihr die deutsche Version kauft, dann werden die Nazis im Spiel zwar Nazis genannt, nicht mehr wie in den vorherigen Teilen, Regimesoldaten, die werden tatsächlich Nazis genannt, jedoch sind die Hakenkreuz-Symbole nicht im Spiel mit drin. Also es ist nicht originalgetreu, wie es in der kompletten Uncut-Fassung wäre. Es sind immer noch die Regimesymbole zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das im Menü optional einstellen kann. Ich habe es noch nicht versucht. Da bin ich auch erst eben drauf gekommen, auf die Idee, dass sie das jetzt optional mit eingefügt haben, weil vielleicht der eine oder andere sagt, ich möchte diese Symbole nicht sehen. Kann ja sein, dass sich irgendeiner damit angegriffen fühlt. Eigentlich ist das halt natürlich kein gutes Symbol. Es ist ein ganz, ganz, ganz böses Symbol gewesen. Da braucht man gar nicht drüber sprechen. Aber es ist ja nur ein Spiel. Oder auch in Filmen wird es ja auch gezeigt, da ist es letztendlich nur im Film. Es gilt als Kunstgut. So, und ich weiß halt nicht, ob man es optional einstellen kann. Wer das weiß, der kann es mir mal bitte in die Kommentare schreiben. Und wer weiß, ob es in der internationalen Version komplett ungeschnitten ist, die man im PSN-Store kaufen kann, weil ich habe, wie gesagt, die digitale Version. Der kann es mir mal bitte in die Kommentare schreiben, weil ich bin mir da nicht ganz schlüssig. Denn die digitale deutsche Sprachversion im PSN-Store, die ist, was die Symbole betrifft, geschnitten. Keine Ahnung, wieso das so ist. Für mich macht es gar keinen Sinn. Aber so ist es nun mal. Naja, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und schreibt mir mal. Und ich denke mal, ich werde noch ein Fazit-Video, ein Koop-Video machen. Zu Wolfenstein Youngblood. Vielleicht werde ich da was aufnehmen zu. Also ein Live-Koop-Gameplay. Oder einfach ein Fazit, was das Koop-Gameplay betrifft. Weil ich das Koop bisher nicht gespielt habe. Werde ich aber jetzt die nächsten Tage noch machen.
Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu Wolfenstein Youngblood denkt, wie ihr das Spiel findet, wenn ihr es schon gespielt habt, ob ihr es gut findet. Und bitte spoilerfrei in die Kommentare. Haut rein, bis dann und ciao.